Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir machen weiter und reagieren auf Capital Bra. Capital, immer wenn der einen Song rausbringt und ihr wisst, ich gehe immer Donnerstag nachts live, bin gerade live auf Twitch, mach dann das Glücksrad, schreib hier alle Künstler auf. Capital kommt immer als letztes. Er ist immer so, ihr müsst euch vorstellen, hier sind 20 Songs und er ist immer so in den letzten 4 dabei. Ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, warum es so ist. Wir checken Capital Bra ab. Capital Bra feat Alinda und Pano. Okay. 100 Jahre Eiszeit heißt das Ding. Bin ich mal gespannt. Zeig mal her. Produced by Young Lime, Young Swisher und Syntax. Kenne ich einfach gar nicht. Wo sind diese Produced by Pizza und Jokef Zeiten und jeder Song auf 1? Das waren schöne Zeiten. Und auf Joker Bra kamen nochmal auch immer so 3 Songs pro Woche. Wir gehen rein. Baby, komm, wir zählen heute die Sterne auf dem Dach. Die ganze Nacht lang bleib ich mit dir wach. Immer wenn du lachst, wird es leise in der Stadt. Ruf mich an und wir bleiben heute wach. Baby, machst du danach noch... Nee, Bro, das haben wir schon am Anfang vom Stream abgecheckt. Den Vlog haben wir schon abgecheckt. Zwischen uns läuft es gerade nicht perfekt. Wie oft rufst du an, wie oft drück ich dich weg? Ich fahr alleine mit deinem offenen Verdeck, damit keiner denkt, dass ich mich versteck. Mit der Sonne gerade unter oder gerade aus. Baby, ich glaub, du... Mit der Sonne unter oder gerade aus. Okay, das Video gibt mir so ein bisschen, sieht aus wie Dubai. Als Kapi mit Jamule in Dubai war. Da gab's auch diesen einen Song von denen. Du hast mein Zeitgefühl geklaut. Baby, ja, wir streiten, weil das wird wieder laut. Ich glaub, du hast mein Zeitgefühl geklaut. Baby, komm, wir zählen heute die Sterne auf dem Dach. Die ganze Nacht lang bleib ich mit dir wach. Immer wenn... Ich mag das manchmal, Kapi hat das in so seinen, in seinen Sommersongs, hat er diesen, so ein bisschen dieses Nuscheln, das hat er gemacht. Hier habe ich das jetzt nicht so gefühlt, ne? Muss man ehrlich sagen. Hier habe ich das jetzt nicht so gefühlt. Aber in den Sommersongs immer so Richtung Outro-mäßig hat er das gerne gemacht. Oder Hook. Wenn du lachst, wird es leise in der Stadt. Ruf mich an und wir bleiben heute wach. Komm nicht klar auf deine Lifestyle. Dachte, wir schlagen im Takt, aber du hast es verkackt. Tränen tropfen in den Weißwein. Ja, hat auf jeden Fall eine schöne Stimme. Ich muss aber jetzt ein bisschen nochmal weiterhören. Capital bockt sowieso nicht mehr. Ich weiß, was du meinst. Der alte Capi, ich glaube, der hat das 30.000 Mal gehört. Aber seine Songs von damals, die waren einfach nochmal viel, viel cooler. Ja, sie hat eine Stimme, also no front an Alinda. Ich höre sie auch das allererste Mal, ich kannte sie auch vorher nicht. Mit einer richtig so explosiven Gesangsstimme gerechnet. Hört sich okay an. Es hört sich okay an. Ich dachte aber irgendwie, sie zieht jetzt die Töne lang und ich weiß nicht, was alles noch passiert, aber... Praxis bei mir läuft, sag ich alles wäre fantastisch, aber du weißt, dass ich gerade lüge, doch ich mach das nicht mit Absicht, sag mir alles, was du willst, aber sag mir... Wisst ihr, welche so Frauengesangsstimme ich gerne höre? So, wenn sie so eine tiefe, etwas raue Stimme hat, ich finde, das kommt immer am coolsten. Zum Beispiel Alice, die ist ja bei Cool Savage, die hatte diesen Song mit Samra 6 Minuten. Die hat eine coole Stimme. Scheiße, nur für dich für 7 Tage Nachtschicht. Rund um die Uhr bin ich, gib nicht, du machst es nicht mit. Shit, ich will nur, dass du meine Lage verstehst. Ich mach das, damit du nicht arbeiten gehst. Seit Tagen nachts alleine. Und du fragst dich, wo ich bleibe. Doch ich bin immer, wo das Geld ist. Weil die Straße mich begleitet. Okay. Pano kam auf jeden Fall gut rein. Elif, Baba. Ja, Elif zum Beispiel, die hat auch so eine Stimme. Die kann ich mir auch geben, ihre Stimme. Wenn sie, ich höre sie jetzt nicht privat, aber wenn sie in so Rap-Songs jetzt dabei ist, zum Beispiel mit Samra gab es ja diesen einen Song auch. Kann man sich echt gut geben. Und du fragst dich, wo ich bleibe, doch ich bin immer, wo das Geld ist, weil die Straße mich begleitet. Baby, komm, wir zählen heute die Sterne auf dem Dach.
Die ganze Nacht lang bleib ich mit dir wach. Immer wenn du lachst, wird es leise in der Stadt. Ruf mich an und wir bleiben heute wach. Komm nicht klar. Wie findet ihr den Song? Ich achte jetzt nochmal auf Alinda. Also ich muss sagen, Kapi hat nicht abgeliefert. Ihr wisst, Kapital, Radikal, bleibt beim Ball wie Neymar. Aber ehrlich bleiben bleib ich auch. Er hat nicht abgeliefert. Da sein Part, das war nichts. Hör ich mal weiter. Guck mal, ich sag euch sogar ehrlich, jetzt beim zweiten Mal anhören der Hook, habe ich es mehr gefühlt als beim ersten Mal. Beim ersten Mal habe ich es kaum gefühlt. Jetzt bin ich, vielleicht ist das so ein Ding, manchmal hörst du es, musst du ja einen Song öfter hören, vielleicht kommt man dann rein. Geht fit, ihre Stimme geht auf jeden Fall fit. Doch, geht fit, Freunde, doch geht fit. Bin jetzt viel, durch Panos Part bin ich viel besser reingekommen und sie hat auf jeden Fall eine schöne Stimme. Sie hat den Song, ich sag mal so, sie und Pano haben den Song gerettet. Wären nicht nur ganz allein, weil, Aber im Großen und Ganzen ist halt für mich der ganze Song okay, würde ich sagen. Ich würde sagen, das ist okay. Was würdet ihr sagen von 10? Fünf, drei, vier. Ja, 5 ist gut. 5 hätte ich auch gesagt, ja. 5. Kriegt von mir auch so eine 5 von 10. Okay, Freunde, das war's mit dem YouTube-Video. Passt auf euch auf. Bisschen verwirrend, weil ich ein bisschen versucht habe, so den... Die Gesangsstimme euch zu beschreiben, die ich sehr gerne, sehr, sehr schön finde auch. Deswegen ein bisschen verwirrend vielleicht, aber im Großen und Ganzen nochmal Fazit gezogen. Passt auf euch auf, macht's gut, haut rein und ciao.